Hast du noch von übrig geblieben, war, wo er in Dortmund zusammengezogen und unser Führer von Major Freitag. 1. Januar morgens in Dortmund gestartet und bei Borken kam uns die erste Gruppe, die lagen in Bönnichard zu und dann sind wir unter Freitagsführung und ich bin mit meinem Kaczmarek, Heini Muninger und aus dem Muninger, dem Staffschwarm Freitag zugeteilt worden, weil wir waren alleine wie meine und es wurde da der Befehl ausgegeben, der Platz wird immer schwarmweise, also vier Maschinen schwarmweise angegriffen. Funksprechverbot bis zum Angriff und zwei U-88 flogen vorne weg, Nachtjäger, die führten uns, sodass wir also mit der Orientierung überhaupt keine Schwierigkeiten hatten. Und ich flog mal mit Heini ja übrig. Wir haben noch 18 Maschinen von der dritten Gruppe, drei Schwärme und eine Rotte. Und die Rotte war ich mit Heini. Und, oh, schön, sagte Freitag. Wir kannten den dem Namen nach, aber sonst gesehen hatte ich den Kerl noch gar nicht. Aber machte so einen sympathischen Eindruck, also echt. Nicht? Und dann kommen sie zu mir ins Staatsschwarm. Nicht? Als 3 und 4. Ja, und so bin ich dann auch 1. Januar geflogen, vorneweg vor der ganzen Bahala. Gleich hinter den beiden U-88. Und die U-88, die sind dann, wie wir, noch so 5-6 Minuten Flugzeit von Antwerpen weg waren, umgedreht nach Hause. Und da war aber alles genau, jeder hatte Karte und da war ganz so exakt durch. Und dann war das aber, was nicht voraussehbar gewesen war, dunstig. So leichter Bodendunst. Nicht? Es hatte gefroren die Nacht, also ganz anständig. Und so war leichter Bodendunst. Und dann sah ich auch mal, dass rechts von uns ein Flugplatz lag. Und der Antwerpen-Dörner, der Flugplatz, der war wie eine Eins. So eine Startbahn und so. Genau wie eine Eins. Eine lange. Diese, und das war die kürzere. Nein. Und wir fliegen und rechts von uns, da liegt der Flugplatz. Dann habe ich am Freitag gerufen und Achtung, Anton. Und eben so war ich da. Rechts von uns Objekt. Und ich denke, ja, der kurft ja jetzt ein und dann bin ich schon eingekurft. Und Heini gleich hinterher. Freitag flog gerade raus, flog weiter. Und dann hatten aber andere mitgehört, von die hinter uns her flogen. Und selbstständig, ohne auf Freitag seinen Befehl zu warten, ein. Und dann da ging das los. Aber der Platz sollte voll sein mit voll belegt mit Spitfire, Tempest und Typhoon. Was war da? Hier und da stand so verteilt eine Typhoon oder Tempest. Also, das kann ich heute nicht sagen. Die waren sowieso schlecht zu unterscheiden, die beiden Vögel. Und die stand mal hier eine, da eine. Aber das waren, so wie ich das damals gesehen habe und auch heute noch sehe, Maschinen, die irgendwie unklar waren. Die anderen waren, wie ich nachher gehört habe, schon unterwegs. Angriff, irgendwo Tiefangriff in Deutschland. Nicht? Naja, und was blieb übrig, was da stand? Ich habe eine Typhoon oder Tempest zusammengeschossen, wie es so in sich zusammengesackt. Fahrwerk, ich habe wahrscheinlich irgendwie Hydraulik oder was getroffen. Ist ein, das knickt so zusammen und platzt der Nase. Und Heini neben mir, der schoss einen LKW. Tankwagen. War aber als LKW mit dem Aufbau getan, aber brachte Beschuss, Riesenexplosion, also war ein Tankwagen oder hatte Benzinfässer oder was weiß ich geladen. Und ich guckte noch hin und wir flogen
Tiefflug. Also Grasnarbenhöhe, so tief es ging. Und dann zog ich hoch, um über die Hallen wegzukommen und einzukurven. Jeder sollte nach den Belehrungen am Abend vorher 4 Angriffe fliegen. Richtig hoch, da knallt es und da habe ich einen rechten Kühler Durchschuss. Gleich eine weiße Fahne. Das war das Ende, wenn man nichts tat. Aber wir hatten ja in der K4, Gott sei Dank, Kühlerabschaltung. Und ich habe gleich den rechten Kühler abgeschaltet, dann konnte man nur noch mit gedrosselter Leistung fliegen, also etwa 50% Leistung. Aber man flog und runterfallen war noch nicht. Und Heini, Unterschnitt hinten sehe ich noch, da flog er plötzlich links von mir. Und dann bin ich so, wo die große Meute war. Ich sage, die anderen hat ja zeitgleich mit mir angegriffen. Nicht? Und da habe ich versucht, dann da dran zu bleiben. Aber die waren ja schneller wie ich. Die flogen ja alle mit voller Leistung. Nicht? Und ich flog noch mit halber. Und auch mal war Heini auch weg. Nicht geblieben. Und da habe ich bloß gedacht, so, Richtung Nordost, möglichst schnell deutsches Gebiet in Holland erreichen. Und naja, die anderen waren ja schneller flogen weg. Und ich habe mich auch nicht getraut, mehr Gas zu geben. Ich denke, der frisst den Motor und der bist da unten. Naja, und da hing plötzlich die Focke-Wulf Dura 9 neben mir. Und so zerschossen, wie die war, also Tragflächenlöcher, und im Rumpf waren Durchschüsse, also, naja, und der hängt sich neben mir und, Funkverkehr hatten wir nicht, sein Funkgerät war total zerschossen. Alles nachhinein in Gefangenschaft haben wir, muss ich ja erzählen, was er getroffen. Das ist ein Roman für sich. Aber jedenfalls, dann sind wir weiter. Und dann Breda. Reisbergen. Und da war auf der Landstraße, also auf einer großen Straße, das, nicht, eine ganze Kolonne LKWs. Alle mit einem weißen Stern oben drauf, Amis. Ich hatte noch so viel nach dem Schutzzähler, so viel Munition. Und die 3 cm hatte ja die K4. Neugierig war ich auch, die Wirkung von der. Und dann bin ich eingekurft und bin einmal drüber geflogen. Mit voller Brause. Und was macht er? Könnt ihr her? Und dann, wie ich hochzog, da sehe ich, dass der auch den Dings angeht. Und wie ich hochzog und so, da knallt das. Und dann stand der Motor. Kottenfresser. Oder Flakbeschuss in dem Moment, das weiß ich nicht. Es hat nur gewaltig geknallt. Der Motor stand. Und ich habe bloß noch geguckt, wo kann ich runter. Und da war ein Bauernhaus. Und genau neben dem Bauernhaus bin ich runter. Bin da genau dran vorbeigeschlittert, habe eine Bauplanung gemacht. Und dann ist er noch, 10 oder 9, über mich weggezogen.